So, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, auch 10 Monate nach Eintritt der Corona-Pandemie konstatieren wir, die schwarz-grüne Landesregierung hat seit Übernahme der Regierungsverantwortung es nicht geschafft, unsere Schulen unter den sich zunehmenden, verschärfenden gesellschaftlichen Randbedingungen auf die Bewältigung des eingetretenen Ausnahmezustandes vorzubereiten. Und so, wie Sie es versäumt haben, perspektivisch Lehrernachwuchs in ausreichender Anzahl zu qualifizieren, so haben Sie es auch versäumt, vorbeugend Notfallpläne unter Einbeziehung alternativer Beschulungsformen für den Ausnahmezustand rechtssicher zu konzipieren sowie die hierfür notwendigen digitalen Infrastrukturen zu entwickeln. Dies alles ist ein Armutszeugnis für die politische Führung der Industrienation Deutschland und insbesondere für diese hessische Landesregierung. Die unsererseits mehrfach eingebrachten Vorschläge zur Konzeption differenzierter Beschulungsformen, welche dynamisch an den Ausprägungszustand angepasst werden können, wurden seitens des Kultusministers beharrlich ignoriert. Die von Ihrer Seite im Herbst 2020 angeordnete 4-Stufen-Plan zur Beschulung wird weder unseren Vorschlägen noch der herrschenden pandemischen Lage gerecht und erfährt überdies durch die am 11. Januar 2021 in Kraft getretene Verordnung keine konsequente Umsetzung. Die Aussetzung der Präsenzpflicht in der Klassenstufe 1 bis 6 sowie die Quasi-Kasernierung unserer Schüler mit Ausnahme der Abschlussklassen in ihren Klassenzimmern ist ein trauriges Indiz ihrer Handlungsschwäche. Sie haben damit Ihre ureigenste Verantwortung auf die Eltern abgewälzt, indem Sie diesen die Entscheidung übertrugen, Ihre Kinder in die Schulen zu schicken oder auch nicht. Und dieses wurde dann auch noch auf unverantwortliche Weise von dem Versprechen begleitet, dass die Kinder im Distanzunterricht denselben Bildungserfolg erzielten wie im Präsenzunterricht, welcher tatsächlich, und das haben wir ja gelernt, eine Art der Hausaufgabenbetreuung darstellt. Herr Minister Lorz, erklären Sie uns bitte, wie unseren Schülern in den Schulen und zu Hause Unterricht derselben Qualität erteilt werden kann, wenn weder eine hinreichende digitale Infrastruktur in den Schulen noch die Ausstattung der Lehrer und Schüler mit digitalen Endgeräten flächendeckend gegeben sind. Durch das Festhalten am Status quo nehmen Sie mit den Quasi-Schulschließungen billigend in Kauf, dass sich bei den hiervon betroffenen Kindern erhebliche Schäden in kognitiver, psychologischer und sozialer Hinsicht einstellen werden. Die Fraktion der FDP vollzieht mit dem vorgelegten Gesetzentwurf in puncto Rechts- und Planungssicherheit einen Schritt in die richtige Richtung. Hinsichtlich seines Regelungsumfanges sowie des Präzisionsgrades seiner Bestimmungen besteht jedoch erheblicher Nachbesserungsbedarf. Meine Fraktion legt mit der Drucksache 19/4960 hinsichtlich jenes Regelungsgegenstandes heute ein eigenes Konzept vor. Die Intention der Fraktion der FDP, welche Kollege Rock in einem Interview gegenüber der Frankfurter Rundschau kundtat, wonach die teilweise Öffnung bzw. Schließung der Schulen und die Auswahl einer bestimmten Beschulungsform an den Infektionsraten der einzelnen Schulen auszurichten sei, halten wir für sehr zielführend, kommt nur in Ihrem Gesetzentwurf nicht vor. Auch das, was Kollege Promny vorhin hier darstellte, ist ja alles richtig, aber kommt hier auch gar nicht zur Geltung im Gesetzentwurf. Die Bestimmung des § 4 Absatz 2 lautet, Zitat, die Stufen werden beim Erreichen eines Schwellenwertes auf Ebene des Landkreises oder der kreisfreien Stadt durch die zuständigen Gesundheitsbehörden im Einvernehmen mit den Schulträgern und den Schulämtern ausgelöst. Von Schulen höre ich hier nichts. Der Wechsel vom Präsenzunterricht zum Distanzunterricht bzw. Wechselunterricht wird also hier in Ihrem Gesetzentwurf an Schwellenwerte geknüpft, ohne, das erklang auch heute schon, dass dieser Begriff dort irgendwie definiert würde bzw. ein Verfahren zur Ermittlung dieser Werte auch nur angedeutet wird. Und hier steht daher unseres Erachtens der Verdacht auf eine Verletzung des aus dem Rechtsstaatsprinzip folgenden Bestimmtheitsgebot im Raum.
Der von unserer Fraktion vorgelegte Dringliche Antrag mit dem Titel Schulzentrierte Beschulungsformen für Hessen im Pandemiezustand verfolgt das Ziel, die Erstellung eines Landesgesetzes zu initiieren, welches den Rechtsrahmen dafür schafft, dass jede der 2000 Schulen mit der Festlegung ihrer Beschulungsform individuell auf die in ihrem Einzugsbereich vorhandenen epidemiologischen Lage zeitnah und auch flexibel reagieren kann. Das oberste Ziel bei der Auswahl der zu ergreifenden Maßnahmen ist und bleibt die Erfüllung des gesetzlich normierten Bildungs- und Erziehungsauftrages, auch in Zeiten eines Ausnahmezustandes, wobei, und da sind wir uns ja einig, der Präsenzunterricht aus pädagogischen Gründen der Regelfall sein muss. In Abhängigkeit der pandemischen Lage am Schulort erarbeiten die Schulleitungen im Einvernehmen mit dem zuständigen staatlichen Schulamt sowie dem Gesundheitsamt eine individuelle Beschulungsform, aus welcher auch die Beschulungsarten durch digital gestützten Fernunterricht sowie beratenden Heimunterricht einschließt. Die Gewichtung der drei Beschulungsarten erfolgt schulspezifisch unter sorgfältiger Einbeziehung externer Faktoren wie der gegebenen pandemischen Lage sowie interner Faktoren wie z.B. Schulart, Leistungsvermögen der Schüler, vorhandene Hygienestandards, die Ausprägung der digitalen Infrastruktur der jeweiligen Schule usw. So in jedem Fall ist aber hier eine Güterabwägung zwischen den pädagogischen Erfordernissen für einen qualitativ hochwertigen Unterricht einerseits und den medizinischen Notwendigkeiten zur Erhaltung des Gesundheitsschutzes aller schulischen Akteure andererseits vorzunehmen. Meine Damen und Herren, wir sind der Überzeugung, dass unser Ansatz ein wichtiger Schritt dahingehend ist, unseren Schülern unter den gegebenen Umständen bestmögliche Bildungschancen zu eröffnen. Kommen wir zum Schluss zur aktuellen Lage. Es gibt bisher keine wissenschaftliche Evidenz für die These, dass hessischen Schulen als Treiber des pandemischen Geschehens einzustufen seien. Das bestätigen auch die Angaben des HKM aus dem Dezember 2020 mit einer Positivquote für Corona-Tests von 0,45%, für die Lehrerschaft und ganze 0,02% für die Schülerschaft. Wir fordern daher die Landesregierung im Rahmen der Ermessensspielräume unseres dringlichen Antrages dazu auf, für die Klassenstufen 1 bis 6 umgehend, also sofort, zu einem echten Präsenzunterricht zurückzukehren, sowie den Klassen 7 bis 11 im Rahmen einer Übergangsphase im Schichtbetrieb den schrittweisen Wiedereinstieg dorthin zu ermöglichen. Unsere Kinder wollen und müssen wieder zurück ins Leben, und zwar sofort. Und der Antrag, Herr Scholz, die vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Der Antrag der FDP ist in der hier vorgelegten Form aus benannten Gründen leider nicht zustimmungsfähig. Demgegenüber bitten wir um Zustimmung für unseren Antrag. Wir setzen die Hoffnung auf den Ausschuss und die nächsten Lesungen. Herzlichen Dank.